Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele jetzt Timoleonische Spiele. Und wer nicht weiß, was es ist, hier wird man erst beim Anfang halt irgendwo hingeportet. Und dann sind hier überall solche Leuchtfeuer, also halt diese Strahlen. Da muss man sich hinbewegen, damit man Items bekommt. Die kann man eigentlich auch alle Blöcke abbauen, aber das ist halt langweilig. Und ja, jetzt werden wir halt geportet. Dann fliegen wir halt runter. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Leuchtfeuer. Und da kommen halt Items raus, zum Beispiel Holz. Ah, hier zum Beispiel ist auch schon ein Leuchtfeuer. Kommen halt immer verschiedene Items raus. Von, keine Ahnung, Papier, weil das braucht man nicht so heftig. Bisschen zu Dias und so. Und wenn man sich ganz lange auf die Dings stellt. Ja, oh, ich hab ein Dia. Boah, hier haben viele Items aus. Wenn man hier sich ganz lange auf die Leuchtfeuer-Dings da drauf stellt, dann wird man zu einem Gegner geportet. Und ja, das ist eigentlich die Erklärung. Hier Spawn-Items. Ja, ich hab Eisen. Kann man Eisenschwert machen. Ich habe Angst, dass ein Gegner gleich kommt. Ich habe das hier noch nicht so oft gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, ob ich sehr schlecht bin oder ob ich halt nicht viel gut bin. Da vorne ist ein Gegner. Den schnappen wir uns mal. Vorausgesetzt, er hat kein Dia-Schwert, weil dann wäre es ein bisschen behindert. Naja. Ich gehe mal zu denen und da zeige ich mal mein Schwert. Der ist tot. Der hat, glaube ich, genau die gleiche Taktik wie ich. Wieso esse ich Äpfel, wenn ich doch eh noch gebratenes Hühnchen habe? Oh, das heißt ja wirklich so. Ich könnte mir eigentlich einen Bogen machen. Aber ihr wisst ja, wie meine Bogenskills sind. Noch schlechter als, keine Ahnung, als wenn Anfänger irgendwas spielen wird. Aber egal. Oh, ich hab noch 1000 Wegwinkel. So. Oh, war falsch. Da vorne ist ein Gegner. Ich sehe ihn schon. Keine Panik. Versucht ihn mal mit dem Bogen mal ein bisschen zu hitten und dann. Ah, oh, Mann. Bogen so schlecht. Wieso kann ich den nicht hitten? Mano, ich kann nur mit Schwert kämpfen. Er stand zwei Blöcke vor mir und trefft ihn nicht. Das sind meine. Ich hab das doch schon gegessen. Na, oh. Das Leuchtfeuer ist abgehauen. Also weggegangen. Abgehauen. Da vorne noch ein Name. Da Stück, wollte ich gerade sagen. Ne, ich habe nichts mehr zu essen. Wo ist der? Da. Guck mal, so treffe ich den noch nicht mal. Mann, wieso leckt das denn so? Ja, guck mal, ich konnte den überhaupt nicht treffen, weil es so geleckt hat. Das ist nicht meine Schuld, aber Hauptsache ich habe zwei Kills. Naja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So, da bin ich wieder bei der zweiten Runde für heute. Also halt der letzten Runde. Jetzt, weil das Video wird nicht so lang sein. Weil wir gerade 20 Uhr, glaube ich, haben. Und das Video wird noch heute am gleichen Tag erscheinen, weil das letzte vorproduzierte Video, da war halt keine Audiospur vorhanden. Und deswegen muss ich jetzt ganz schnell noch eine neue aufnehmen. Weil ich schneide meine Videos immer so 19 oder 18 Uhr und dann rendere ich die halt sofort und dann lade ich die sofort hoch. Deswegen sind meine Videos auch nicht so heftig bearbeitet. Und ein zweiter Grund ist, warum ich die nicht, warum meine Videos ich nicht so heftig bearbeite, ist, weil mein Camtasia, also ich habe ja dieses Camtasia Studio 8 oder so, das funktioniert nicht richtig. Also wenn ich halt irgendwie so bearbeite, dann steht da immer ein Fehler in der Timeline ist aufgetreten.
und dann so weiter. Und dann ist alles kaputt und dann muss ich halt ganz normal von vorne anfangen, das Video zu schneiden. Und deswegen sind meine Videos überhaupt nicht bearbeitet. Ich hatte mal halt das letzte Ender Games Video, was halt kam. Also das da, wo ich halt 5 Kills in einer Runde hatte. Das hatte ich eigentlich richtig bearbeitet und dann stand da, dass es so einen Timeline-Fehler hat. Dann habe ich so im Internet geguckt, was der Fehler sein könnte und stand da, man muss die Datei umbenennen und so weiter, habe ich dann halt auch gemacht und dann auf einmal ging es immer noch nicht. Das war ja nervig. Ich habe 6 Eisen. Wow. Gehe auch einfach jetzt zum nächsten Gegner, weil das Video wird jetzt bestimmt erst um 23:30 Uhr oder so rauskommen. Okay, so spät jetzt auch nicht. Aber egal, ich zeige euch dann mal halt die Teleportations-Dings. Heißt das? Ach egal. Das Gold nur. Dann muss man sich einfach nur hier hinstellen. Und dann wird man geportet. Dann ist hier so eine komische Spur, die euch zum nächsten Gegner führt. Und ich mache mir mal ganz schnell einen Bogen. Schon kommt jetzt zu mir. Ja, da unten ist er. Treffe ihn nicht mit dem Bogen. Oh, ich habe ihn getroffen. Und habe ihn getötet. Was? Oh Gott, da kommt der Abstauben. Und ich bin tot. Naja, kann man nichts machen, wenn man abgestaubt wird. Oder Leute. Aber egal. Das war's jetzt mit der Runde, also mit den 2 Runden Timolianische Spiele. Ich weiß, dass es nicht lange ist, aber was soll man machen, wenn die Audio immer kaputt ist bei meinen Videos? Weil ich hatte ja mal Skywars aufgenommen, da war die Tonspur war auch richtig komisch. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Vielleicht hat ja weiß es irgendeiner von euch, ja. Aber ich sag jetzt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben. Das würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.